Hi, willkommen bei Smoke Gamer. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich jetzt einen neuen Namen. Und ich kann ihn bei Twitch leider noch nicht ändern. Das kann ich erst in einer Woche machen. Und mein neuer Name ist jetzt Smoke Gamer. Auf Twitch jetzt, für die, die es jetzt live auf Twitch sehen, ist es noch Testsektor. Und auf YouTube steht schon Smoke Gamer. Das Let's Play wird auch bei YouTube hochgeladen. Ich werde eine Let's Play Session zu Tomb Raider machen, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt. Und ich will mal gucken, ob ich alle drei Teile Let's Playen werde. Sprich Tomb Raider Definitive Edition, dann Rise of Tomb Raider und Shadow of Tomb Raider. Aber wir fangen jetzt erstmal mit Teil 1 an. Also mit Tomb Raider. Legen wir los. Ja, ich bin noch ein bisschen am Namen erfinden. Also ich finde Smoke Gamer passt zu mir ganz gut, weil ich spiele gern. Ich rauche gern. Also, ja. Schauen wir mal, was das wird. Und ich begrüße schon mal meine Gäste, die zugucken. Wir machen ein neues Spiel. Ich habe schon mal angefangen, um zu gucken, ob auch alles funktioniert und so. Und wir machen ein neues Spiel. Spielen es auf normal. Und let's go. Sehen wir uns das Intro an. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt: Was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. In unseren dunkelsten Stunden. Das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Square Enix Presents. A production of Crystal Dynamics. So, jetzt sind wir im Spiel. Ich muss auch gleich mal vorweg sagen, ich habe Teil 1 damals auf der PS3
durchgespielt, soweit ich weiß. Teil 2 und Teil 3 nicht. Also die wären dann für mich komplett blind. Die habe ich nur angespielt damals. Und ja, aber Tomb Raider 1 ist jetzt schon so viele Jahre her, da weiß ich gar nicht mehr so viel. Und nochmal eine Frage, soll ich Untertitel anmachen oder eher nicht? Ich denke mal, ich werde. Der Sprachbefehl, lass mal aus. Das ist mal auch aus. Ja, es ist übrigens PS4-Version, es gibt es nur für die PS4. Ich spiele es aber auf der PS5. Und ja, warte mal, wo war denn jetzt hier? Anzeigeoption, genau, Untertitel. Ich mache mal einen. So, mein Handy ist noch laut. Warum ist mein Handy laut? Einen Moment. So. Untertitel ist ein und machen wir weiter jetzt. Und wie gesagt, Teil 1 habe ich gespielt, schon ewig her. Teil 2 nur angespielt, Teil 3 nur angespielt. Ich bin sehr gespannt auf die 2. Aber wir spielen jetzt erstmal Teil 1, was jetzt ein paar Stunden dauern wird. Ich werde übrigens nur Let's Play Sessions machen, die so zwischen 2 und 3 Stunden gehen werden. Und dann auch noch auf YouTube hochladen, also wisst ihr Bescheid. Ob die regelmäßig kommen, weiß ich noch nicht, aber jetzt und morgen auf jeden Fall. Let's go. So, wir müssen uns befreien. Aber weiß ich auch noch, was wir machen müssen? Ich muss runter. Wir müssen uns anfackeln. Was natürlich eine sehr kluge Idee ist. Naja, und die Quicktime-Events werdet ihr sehr oft sehen im Spiel. Ursprünglich kam das Spiel damals für die PS3 2013 raus, glaube ich. Oder, nee, früher sogar. Und später nochmal für die PS4. 2011? Keine Ahnung. Aber es sieht trotzdem noch gut aus. Sollte ich mitnehmen? Halten Sie fehl gedrückt, um anzuzünden. Ja, weiß ich. Deswegen drücken Sie L1, um die Umgebung zu erkunden. Ja, eine Cheater-Optik. Mal wieder anzünden. Sehr leise. Ganz bestimmt nicht. Ja, proper, das gab es mal für die PlayStation 1, aber das war die alte Lara. Das ist ein Reboot. Also eine Neuerfindung von Tomb Raider. Es gab auf der PlayStation 1 damals drei Teile, auf der PlayStation 2 gab es dann auch noch mal zwei oder drei, aber mit der alten Lara.
die mit den ziemlich großen Brüsten. Was hier jetzt nicht übernommen wurde. Also für mich persönlich ist das Spiel ein bisschen laut. Deswegen will ich noch mal, nicht hier, Audio ein bisschen runterdrehen. Obwohl ich schon ein bisschen runter gemacht habe. Aber für mich ist das ziemlich laut auf den Kopfhörern. Deswegen gehen wir mal auf 50. Hier kommen wir jetzt schon zum ersten Rätsel. Das weiß ich auch noch. Mehr Feuer. Zum Glück. Was ist das denn für ein Ding? Auch noch das Feuer. Wie gesagt, den Anfang habe ich nochmal gespielt gehabt. Ja, für euch ist es nicht laut, aber für mich auf dem Kopfhörer ist es laut. So, wollen wir den Müll sammeln? Boah, jetzt, ich glaube, das reicht noch nicht. Das heißt, wir nehmen uns noch mal ein bisschen Müll. Ja, ich merk's gerade. Ich würde sagen, mit Betrat ist in Ordnung. Was da schon da los ist. So, das müsste jetzt reichen. Zack. Ich muss sofort hier raus. Jetzt aber schnell, Error. Aber knapp. Au. Wer liebt sie nicht, die Quicktime-Events? Also ich kann schon mal sagen, falls ich jetzt hier ziemliche Bitraten-Probleme kriegen sollte, auf YouTube ist es dann Top-Qualität. Weil ich lasse die Aufnahme nebenbei laufen und die hat mit der Bitrate nichts zu tun. Auf YouTube sieht es dann sehr gut aus. Leider ist bei Twitch im Moment, ich weiß nicht, was da los ist. Warum ich da immer solche Bitraten-Einbrüche habe. Obwohl OBS mir eigentlich perfekt anzeigt. Keine Ahnung. Thank you.
Tomb Raider. So. Sehen wir auch zum ersten Mal die Karte. Die verdammt groß ist. Ich weiß gar nicht, ob man die alle, also ob man alles bereist. Also wenn ja, dann Prost Mahlzeit. Nach Hinweisen auf andere Überlebende. Wäre nicht gut, wenn du darunter fällst, Lara. Wir müssen sich mal sauber machen, ist ganz schön dreckig. Das Flugzeug ist schon eine Weile hier. Wand hinaufklettern. Drücken Sie im Sprung X, um am flachen Wänden nach oben zu springen. Sams Tasche. Tasche. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Folgen Sie den Spur der Überlebenden. Okay. Au. Wölfe. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten.
friert jemand. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Ja, es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da tatsächlich... Genug. Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Dass du klug war? Suchen Sie Nahrung. Oh, ein Hirsch. Wir haben aber noch nicht die passende Waffe. Oh Gott. Armer Kerl. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Finden Sie eine Waffe, um Hirsche zu jagen. Fällt gerne irgendwo runter. Aber immerhin praktisch, dass da jemand liegt mit einer Leiche. Oder hing. Provisorischer Langbogen. Mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Und den Köcher war mal ja. Ich an das, was du von Roth gelernt hast. Einzige zwei. Form und Technik der Welt haben.
Aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Oh, hier liegt Pfeil. Na? Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Na, wo ist der Hirsch jetzt hin? Schauen wir mal, wo er hin ist. Sehen tut man ihn nicht. Da ist er. Aber ein Treffer. Entschuldigung. Nur die Starken überlegen. Okay, zurück zum Lager. Jetzt gab's einen Fähigkeitspunkt. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Ja. Dank L1 findest du immer nach Hause. Oh, Pfeile. Mit Kreis können wir so ausweichen. Jetzt gibt's was zum Ampeln. Fähigkeiten. Verwenden Sie Fähigkeitspunkte, um im Fähigkeitenmenü Ihre Fähigkeiten auszubauen. Tierische Instinkte. Überlebenskunst. Was gibt's hier noch? Jäger. Sie sind konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um Ihren Bogen zu zielen. Munitionskapazität. Das alles noch gesperrt. Muss man denn essen? Weiß ich gar nicht mehr. Sorgfältige Bergungsgut zu erhalten. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliche Bergungsgut. Finden Sie. Und die sind gesperrt. Wir nehmen mal das hier zuerst. Tierische Instinkte. Aktivieren Sie mit L1 Ihre Überlebensinstinkte, leuchten Tiere und Lebensmittel auf. Okay. So, hier sieht man 12% abgeschlossen in dem Überlebens-Upgrades-Baum. Und hier haben wir 0. Okay, das andere ist alles noch nicht verfügbar. Scheinbar können wir noch was bauen. Und das andere ist vielleicht Schnellreise? Keine Ahnung. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jo. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Ach, bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Finden Sie einen Weg aus dem Wald.
sagt denn die Karte? Wir sollen da oben hin. Hier sehen wir auch, was es hier alles zu finden gibt. Dokumente, Reliquien, Geocaches, durchsuchte Gräber, Schatzkarten und Geisterjägerin. Es ist verdammt viel. Ich denke auch mal, dass ich nicht alles machen werde, weil ich will mich eigentlich nur auf die Story konzentrieren. Und das, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Ansonsten direkt danach suchen werde ich wahrscheinlich nicht. Also es wird kein 100% Run. Mich interessiert mehr die Storys von den drei Teilen, als jetzt ewig rumzusuchen, wo ich das alles finde. Aber mal sehen. Vielleicht findet man ja einiges. So. Wir müssen jetzt da lang. Musik. Musik. Oh, die Tür ist offen. Hallo? Ist jemand hier? So, ein bisschen, also bevor die Tür offen war, also bevor ich runtergelaufen bin, habe ich gespielt gehabt noch immer. Und jetzt ist für mich wieder in Anführungsstrichen blind, weil es so viele Jahre her ist, da weiß ich nicht mehr viel. An den Endboss kann ich mich noch erinnern. Sogar sehr gut, aber mehr auch nicht. Verdammt. Mach dir die Tür zu. Hinuntersteigen, um auf Leitern zu steigen. Kreis. Gab Erfahrungspunkte. Ich kriege auch immer Erfahrungspunkte, wenn ich Leitern hoch und runter steige. Deswegen bin ich schon Level 34. Was sind wir denn hier? Was sind das für Zeichen? Bestimmt nichts Gutes. War jemand ein paar Tage, würde ich sagen. Oh Gott. Das ist verrückt. Was haben wir hier? Ja, leg die Fackel auf den Holztisch. Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Im Inneren befinden sich Spuren von weißer Farbe. Wer immer die Maske benutzte, war von adeliger Abstammung. Okay. Oh, mit Touchpad kann man rein und raus zoomen. Das ist ja witzig. Oder mit L2 und R2. Hey, Touchpad ist cooler. Hui. Oh, wir haben jetzt ein Reliquie gefunden. Eine Reliquie. Eins von drei. Okay. Unentdeckt, unentdeckt. Naja. Wie gesagt, ich werde nicht danach direkt suchen, also mir ist auch nicht so wichtig. Was haben wir hier? Was gab's da jetzt? Stemmaxt. Neue Ausrüstung halt. Ich glaube, damit konntest du genau solche Türen aufmachen. Ah ja. Ich erinnere mich, dunkel. Wir müssen hier hoch. Gibt's noch was? Nein. Fackel löschen. Wir sind unterwegs.
Da bist du ja. Sam. Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay. Er ist in Ordnung. Ich kann mich auch noch erinnern. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten. Von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Ist jemand müde? Sam! Scheiße! So eine Falle. Alles gut, mein kleiner Vogel. Ich freue mich, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ralph? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ralph. Der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe nein, mit dir. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich nochmal kurz ausruhen. Ja. Solltest du behandeln. Vor allem deine Wunde am Bauch solltest du machen, Schwarz. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. Stoßen Sie zu Whitman. Hier haben wir nochmal Lagerfeuer, aber wir haben, glaube ich, kein... Nö. Wo fange ich an?
Kann nichts machen. Das ist Laras Tagebücher. Set begonnen. Was haben wir hier? Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Lass uns mal auf. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Das war jetzt eins von 7 Dokumenten. Yay. Was ist halt da lang? Wo sind wir jetzt eigentlich auf der Karte? Wo ist das? Das wird angezeigt, was man eingesammelt hat. Okay. Aber natürlich, was man noch nicht gefunden hat, wird nicht angezeigt. Wäre ja zu einfach gewesen. Das hier. Das kann ich anbrennen. Fackel? Das ist Bogen? Okay. Scheinbar nicht. Pfeile. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist mein großes Tor. Ja, ich komme ja schon. Na, wir können mal Nahrung besorgen. Man trifft. Der hat gesessen. Ach, das ist nur für Erfahrungspunkte. Okay. Bergungsgut. Sammeln Sie Bergungsgut, um im Basislager Waffen-Upgrades durchzuführen. Dafür sind dann wohl. Ist dann der eine Baum für das Upgrade gedacht. Okay, ausweichen. Früher feindliche Angriffe ausweichen. Ist der andere? Da. Was? Bleib liegen. Ich hätte mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Aber vergessen. Gehen wir mal zu dem Doktor. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ah, Pflanzen geben auch Erfahrungspunkte. Wie viel habe ich denn? 20. Viele. Ei, ei. Geh weg. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das Spiel sehr viele Todesanimationen hat für Lara, die ich nicht unbedingt sehen möchte. Maximum im Moment. Warte mal, hier gibt es noch Kisten. Geht es hier überall lang? Kann man auch Markierungen setzen? Nope, kann man nicht. Ich will mich nochmal hier hinten umgucken. Ich vermute mal, dieses Bergungsgut ist auch sehr wichtig. Ich bin nicht bei dir, ich brauch's nicht reden.
noch eine Kiste. Oh. Durch Kopfbewegungen drücken japanische No-Schauspieler trotz der starren Maske verschiedene Emotionen aus. Aber hier gibt's nicht noch irgendwas zu... Nö. Pfeile habe ich voll. Noch ein Schrein. Wen beten die wohl an? Gibt's da was Schönes? Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Find's gut, dass man das nicht vorlesen muss. Ah, hier brauchst du eine Fackel. Ah, ich kann sogar meine anzünden. Halt. Gedrückt halten. Werbungsgut. Ich meine, ich könnte nochmal zurück, da war am Anfang ja auch noch einer. Aber ich glaube, das Bergungsgut ist doch schon wichtig, das einzusammeln. Wenn man stärkere Waffen haben will. Ging es zurück hier, gell? Oh, da war eine Kiste. Eine ganz große. Was haben wir hier? Axt nicht stabil genug. Zum Öffnen ist eine stabilere Axt erforderlich. Sammeln Sie Bergungsgut. Mal gucken, ob ich die schon machen kann. Nicht verfügbar. Nope, ich kann es noch nicht machen. Wird die markiert jetzt? Nee. Schade. Aber das muss man merken. Wer weiß, was da drin ist. Kann Lara eigentlich auch rennen? Nee, sieht nicht so aus. Oh, Hoppelhäschen. Das ist ein Spiel für die Peter hier. Gehen wir mal zu Whitman. Ist da noch was? Hier ist noch so eine. Kann ich leider nicht aufmachen. Ja. Heile. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Das war Foreshadowing. Hier fehlt ja der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Finden Sie ein Lager und führen Sie... Wow.
immer weiter spielen müssen. Hä? Auch hier ist noch Claire 1. Verwenden Sie gesammeltes Bergungsgut, um Ihre Ausrüstung und Waffen im Ausrüstungsmenü zu verbessern. 50 kostet mich das. Na dann. Verstärken. Gemeistert. Im Moment habe ich nur das eine Ausrüstungs-Upgrade. Was ist Outfit freigeschaltet? Okay. Aber jetzt kann ich die hier öffnen, ja? Ja, kann ich. Das heißt, wir rennen mal schnell zurück an den Anfang. Weil da war ja auch noch eine. Springen bin ich viel schneller. Ja. Gut, bergauf nicht unbedingt. Oh, 50 sind da immer drin. Aber wir können gleich mal die Punkte investieren. Und zwar in Jäger. Sicherer Schuss, neue Fähigkeit gemeistert. Halten Sie aufgeladene Bogenschüsse doppelt so lange. Okay. Und zurück. Aber wie gesagt, mit Springen bin ich schneller. Aber das sieht doof aus. Leg los! Wie kommt er jetzt zurück? Gar nicht. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Was wahrscheinlich nicht alle tun werden. Unglaublich. Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch Sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Die Bösen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Nein. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет.
Russisch. Idee. Wenn sie mal übersetzen können. Maschla. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Tiefe! Laura! Kannst du was hochreißen, Machi? Tut ihm nichts! Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Lass sie gehen! Los, lass, lauf! Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Gehen Sie in die Hüfte oder weg mit Deckung. Wie sieht's aus? Überleben, ja. Was tust du? Nichts. Wen erschießen die hier? Das sind doch nicht meine Leute. Ja, du meinst, спрячешься, Kukla. Ich wollte schon was sagen. Für Lara. Die nächsten. Hab nicht viele Schuss. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Eine. Die ist dahinter. Ist sie tot? Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg.
Da muss ich was umstellen. Die Zielempfindlichkeit ist mir zu niedrig. Mal auf Maximum. Ja, das ist schon besser. Trotzdem daneben schießen. Okay, das sind Munitionskisten. Oh, für die kriegt man auch Bergungsgut. Hast du was? Nein. Sie den Bogen, um Gegner lautlos auszuschalten. Das heißt, gutes Material. Was? Okay. Waffenmodifizierung verfügbar. Verbessern Sie Waffen im Lager. Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Ross. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Ich muss da hoch. Da komme ich anscheinend nicht hoch, oder? Doch. Oh, was haben wir hier? Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Geocache. Oh, hier scheint Lagerfeuer. Ja, ein Lagerfeuer. Ich bin voll. Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Schnelle Reise. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Dass alles wirklich tue? Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Darf ich? Okay. Lösen Sie schnelle Reise und erkunden bereits besuchte Gebiete, um zum Sammeln versteckter Belohnung. Nein, ich will nicht reisen. Ah, Schnellreise war das dann bitte. Okay. Wir können ja jetzt hier Bogen-Upgrade, Handfeuerwaffe, das ist upgraded und Outfits. Was haben wir denn für Outfits?
gar nicht angucken, oder wie? Das ist aber jetzt blöd. Nimm mal das, wie auch immer das aussehen mag. So, Pistole Upgrade. Was kann man da denn machen? Da braucht man verdammt viele. Schnellfeuer. Machen wir weiter das Magazin. Oh, jetzt bin ich pleite. Aus. Ah. Auf jeden Fall setzt man mehr ein. Guerilla, Piloten, Jäger-Outfit. Wie sieht das aus? So wie es jetzt sah, oder? Nur halt voll mit Schlamm. Macht seine auf Predator. Nein, da wollte ich hin. Doch, da wollte ich hin. Kriegst du Epilepsie bei den ganzen Bildwechsel, ey. Mein Gott. Boah, nett. Ich die ganzen Outfits her habe. Ich denke mal, das ist eine Definitive Edition dabei. Oh, das ist nett. Das können wir mal lassen. So, wir müssen jetzt darauf. Dann gehen wir mal darauf. Ablenkung. Schießen Sie Pfeile in Mauern in der Nähe von Gegnern, um diese abzulenken. Vielleicht gibt es da eine kleine Jagd. Nein, Vater Matthias erledigt das selbst. Wir sollen uns raushalten. Habt ihr es gehört? Moment, nicht. Oh, was? Könnt ihr daneben sammeln? Na komm schon, es gibt sogar extra Erfahrungspunkte. Schon Stunde 15, da haben wir noch ein bisschen. Als Glaslaternen schießen Sie auf Glaslaternen, um sie zu zerstören und ein Feuer zu legen. Für das Kids drücken sie drei in der Nähe von Feinden. Stück. Hilfe! Da ist sie! Aua! Achtung! Die Leber, da bist du!
Treffen können sie auf jeden Fall. Ey, du nervst. Auf einmal alles. War ich aber überrascht, dass auf einmal alles brennt. Oh, was zum Hören. Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Eins von fünf. Okay. Hier geht's noch hoch. Hier müssen wir nicht lang. Hier fehlt mir wieder Feuer. Kann man die eigentlich kaputt machen? Nein. Hey, das ist drin. Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Wie komme ich jetzt darüber? Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Mhm. Level up. Ah, ich kann das hier anzünden. Das ist mal Bergungsgut. Ah, hier sind wir richtig. So. Ich schaff das. Das wäre auch so dünn jetzt.
Hülle. So, und dann wieder nach oben gehen. Werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Ist ein Lagerfeuer auf dem Holz? Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Weiter hoch. Kostenlose Erfahrungspunkte. Kurz das Feuer aktiviert. Oh, Fähigkeitspunkte. Nein. Wir machen mal Jagen. Ja. Klingt gut. Erhöht die Gesamtmunitionsmenge, die Sie für Ihre Waffen mitführen können. Das Gebiet ist schon etwas größer. Wir schauen uns mal ein bisschen um, was wir so finden können. Anzünden. Sehr verdächtig aus. Gute Nacht, Proper.
Ich will noch mal da hoch. Da liegt was. Kamera bitte jetzt nicht. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Diese Ruinen, Kamakura-Periode, gehörte das alles zu Yamatai? Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Oder wie auch immer, er brauchte einen Drink. Oder für verbrachte Tage. Wer weiß. Ist das irgendwas? Ich glaube, ich muss hoch. Modifizierung über. Hey. Das weiß ich auch noch, da brauchte man einen Bogen mit Seil, um die aufzumachen. Was ich glaube ich auch bald kriegen werde. Oh, ansonsten. Oh, geht's da oben. Aber hier geht's auch noch nach unten. Nach vorne springen, Lara. Also, Preis, gibt es hier Geister oder was? Hier noch irgendwas? Hallo? Sieht nicht so aus. Dann schauen wir uns mal hier rum. Ah, jetzt habe ich die Fackel ausgemacht. Verdammt. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist noch ein Flugzeug. Ich will rennen. Hier nochmal um. Hier gibt es anscheinend nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Jetzt hier, gell? Ja. Jetzt gehen wir mal hier lang. Schon war die Fackel aus.
Laden war. Vielleicht brauchen wir es ja noch. Kann ich eigentlich. Ah, okay. Machst du Fackel aus. Alleine in der Welt. Ja. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ich hab ihn. Okay. Jetzt zurück zu Ross damit. Wir sind hier nicht alleine. Gehst du weg? Darf ich jetzt nicht looten? Doch, darf ich. Beziehungsweise 20 Erfahrungspunkte aus dem rausholen. Nur zurück zu Roth. Gibt es da jetzt eine Abkürzung oder muss ich den ganzen Weg zurück? Eine von diesen Rätselhöhlen, ja. Unzugängliches Grab, Kletterausrüstung zu betreten erforderlich. Okay. Wird mir das wenigstens markiert? Natürlich nicht. In einer halben Stunde habe ich es eh wieder vergessen, wo das ist. Zurücklatschen anscheinend. Na gut. Oh ne, ich kann hier runterrutschen. Das jetzt. Heute Abend gibt's Hühnchen. 10 Erfahrungspunkte.
flicken wir dich zusammen. Schönes Wetter wäre mal nicht schlecht. In der Spätschicht im Ninebells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Macht er bestimmt. Hör zu. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Kletterachs, neue Ausrüstung erhalten. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Okay. Ah, jetzt müsste ich ja nochmal da hoch. Jetzt könnte ich auch das Grab benutzen, ne? Wahrscheinlich. Aber, ich will nochmal kurz ans Feuer. Gott sei Dank hat du auf mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Ja, beim Standard-Outfit. Könnte es das eigentlich gewesen sein für die erste Folge? Ja? Eigentlich ein guter Zeitpunkt. Na komm, wir gehen aber hoch. Machen wir die 2 Stunden voll. Ich komme da rauf. Schöne Abkürzung machen hier. Wir können uns hier eigentlich auch mal das Grab angucken. Ja? Das war noch eins höher, gell? In der Nähe. Erkunden Sie Gräber, um geheime Belohnungen zu entdecken. Aber ich glaube, da muss man seinen Kopf anstrengen dafür. Und um die Uhrzeit noch den Kopf anzustrengen,
Naja, ich weiß ja nicht. Schauen wir uns das Grab mal an. Ich weiß gerade nicht, ob sich die Gräber überhaupt lohnen von der Belohnung her. Hier ist dunkel. Sehr dunkel. Kannst auch einen Schritt schneller laufen, Lara. Oh, hier gibt's sogar einen Rastplatz. Hier geht aber keine Schnellreise. Okay. Aha. Gut, hier geht die Fackel eh aus. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Ich denke mal, die da muss ich anzünden. Das heißt, ich brauche Feuer. Opfer, Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Hier hätten wir schon mal Feuer. Scheinbar was Schweres rein. Das war's auch schon für das Grab. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Und was bekommen wir? Ja, die lohnt sich. Aber die werden nicht alles so leicht sein wie das hier. Mal nochmal Upgrade machen. 286. Wir könnten den Bogen fertig machen, theoretisch. Verstärkt Wurfarme ermöglichen mehr Zug und verursachen dadurch mehr Schaden. Klingt gut. So. Und Fähigkeitspunkt. Was nehmen wir da? Das dürfen wir noch nicht. Meistern Sie 4 weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Okay. Also nehmen wir jetzt das hier. So. Warum ist das alles viel heller hier? Werden die Dinger hier angemacht? Aktualisiert. Halten Sie, um Belohnungs-
Orte auf der Karte anzuzeigen. Wait, wo kommt die doch mal her? Echt jetzt? Die werden jetzt doch angezeigt. Wieso werden die jetzt doch angezeigt? Das ist ja dämlich. Genau hier, wo ich jetzt bin, müsste dann theoretisch schon was sein. Ja. Aber wo? Mal wissen, kann ich eigentlich einen Punkt setzen? Ja. Hä? Der ist oben. Da ist ein Schloss. Da will ich jetzt mal nach. Ich lade noch nicht rein, weil ich das Seil noch nicht habe. Okay. Dann hätten wir da noch was. Aber interessant, dass es da angezeigt wird, wo das ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft, ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere. Die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Nicht wirklich. Ich meine, jetzt wo man alles sieht, könnte ich danach eigentlich auch gucken, aber ob ich das will... So, deswegen ist auch ein Schloss davor, weil ich da noch nicht rankomme. Da, wo kein Schloss ist, komme ich ran. Aber warum ist in dem anderen Gebiet nichts mehr? Als ob ich hier alles gefunden hätte. Aber kann ja nicht sein. Hier fehlen noch mindestens 5 Geocaches, also wird nicht alles angezeigt. Wahrscheinlich durch das Grab. Macht man das Grab, wird dann in dem Gebiet das alles angezeigt. Schätze ich jetzt mal. Weil bestimmt ist damit als Belohnung die Markierung der Schätze. Aber in den Gebieten gibt es kein Grab. Glaube ich zumindest. Wer weiß, wer weiß. Gut, ich werde mich jetzt nochmal ins Feuer setzen. Und dann würde ich mal sagen, war es das mit der ersten Folge zu... Tomb Raider, der Definitive Edition. Wo war das? Da.
Er chillt hier noch eine Runde. Was zum Teufel geht auf dieser Insel vor, Ross? Was glaubst du, wer diese Leute sind? Gewalttätige Fanatiker, irgendein Kult. Aber organisiert. Sie waren auf uns vorbereitet. Warum kann ich da nichts mehr? Gut, dann würde ich sagen, war's das mit der ersten Folge zu Tomb Raider Definitive Edition. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Stream, /YouTube-Video, wieder einschalten würdet. Bei mir auf dem Kanal. Lasst gerne Follow da, ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Euer Doomsday. AKA Smoke. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.